Hallo und willkommen zu einem neuen Flohmarkt Pickup Video. Ja, die letzten 3 Wochen hat es jedes Mal geschüttet am Wochenende. Ich glaube, ganz Deutschland hatte viel mit Regen zu tun und Flohmärkte, die draußen stattfinden, ja, haben nicht stattgefunden. Jetzt aber begann wieder der Run auf Games. Der Flohmarkt, den ich heute besucht habe, mein Bruder war bei mir in der Stadt, ist einer von normalen Veranstaltern. Das heißt, es waren einige Privatleute da und einiges an ja, Geschäftstreibende. Es war doch voller, als ich gedacht habe, weil es gerade am Samstag doch so ein bisschen geregnet hat und ich habe so aus Erfahrungswerten feststellen können, dass doch dann gerade sehr viele Private nicht auf den Flohmarkt gehen, dann mehr, obwohl sie den Stand vielleicht vorgebucht haben oder so. Das war aber irgendwie nicht der Fall. Es waren trotzdem eine ganze Menge da, obwohl, wie gesagt, auch sehr vielen ja, Trödler, ne? Kann man ja so sagen. Aber es war auch wieder ein Run auf Games. Wir haben zwar auch Games gefunden, aber es war wirklich gleich ein kleines Abenteuer. Nur kann man so sagen, es war so ein bisschen abenteuerlich. Games zeige ich euch aber gleich als letztes. So, womit fange ich an? Ich fange mit einer Kleinigkeit an, und zwar mit einem Überraschungsei-Teil, was ich mitgenommen habe. Stammt aus dem Jahre 2003. Ist nicht ganz vollständig, wie ich inzwischen festgestellt habe. Und zwar habe ich diese Kugel, das stammt aus dem großen Überraschungsei aus dem Jahre 2003, mit dem ja, japanischen Hamster Hamtaro. Das gab dann eine ganze Serie. Das ist so ein kleines Spiel. Hier sind so Eicheln drin. Ich versuche euch das einmal zu zeigen. Ich mache vielleicht noch mal eine kleine Nahaufnahme davon, die ich euch einblende. Wo man eben halt, sind 3 Eicheln da drin und dann, die muss man in den Baumstumpf oder in den Korb hineinlenken. Soll wohl über so einen Magneten gehen, der wie so eine kleine Blume war, der dazugehört. Der war aber jetzt nicht dabei. Aber ich fand das so süß und ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ja, wie gesagt, es ist jetzt auch schon 20 Jahre alt, also 2003. Und hat mich, was war das, 2,50 Euro gekostet. Also habe ich dann gesagt, okay, ja, mache ich ganz gerne, weil es irgendwie süß ist. Und ja, auf Kitsch ja, stehe ich auch irgendwo manchmal. Ihr wisst es ja, ich habe auch schon viel Kleinkram angeschleppt. Ja, ähnlich weiter ging es auch mit Retro-Stuff, als ich an einem Stand, das war auch wirklich so eine ältere Dame mit Tochter, die haben beide ihren Sachen verkauft und die Mutter, also die ältere Dame, hatte ein paar Kassetten dahingelegt. Und ich habe dann geguckt, ich gucke ja gerne nach alten Hörspielen, und dann finde ich dann Hörspielreihe, die scheinbar jeder immer nicht kannte, aber ich erkannte sie. Und die hat später echt, die war den Tränen nahe, weil sie sich so freute, dass jemand Interesse daran gezeigt hat. Ich habe auch alle Kassetten, das waren 8 Stück, mitgenommen. Für, was habe ich bezahlt? Ich zeige es euch gleich. Für, glaube ich, 6 Euro. Das war dann auch, eigentlich erst wollte sie 50 Cent die Kassette haben. Aber ich war dann so durch das Gespräch, habe ich mitgenommen. Sie hat mir sogar noch was geschenkt, was Retro-mäßiges, das zeige ich euch dann auch noch. Es war richtig süß und es war ein tolles Gespräch. In dem Sinne habe ich auch mein Video hier mit dem Pickups-Dreh sogar um 1,5 Stunden verschoben, weil ich was gesucht habe, was ich leider nicht gefunden habe. Falls ich es noch gefunden habe, bis das Video veröffentlicht ist, wird das dann im Laufe dieses Gesprächs mit eingeblendet, weil ich auch das euch erzählen werde. Und zwar, ich habe Hörspiele gefunden von Shubidoo. Shubidoo? Sagt euch Shubidoo irgendwas? Das pfiffige Schlossgespenst. Ich habe hier diese Kassette. Ja, Shubidoo, mag nicht jedem sein, ist so eine, boah, ähnlich wie Huibu angehaucht. Das Besondere, warum Shubidoo gerade für mich auch was Besonderes ist, ihr wisst, ich wohne bei, oder wer meinen Kanal wird verfolgt, wisst, dass ich in der Nähe von Hamburg wohne. Ich mache auch kein Geheimnis daraus, dass ich in Ahrensburg wohne. Ahrensburg ist eine Schlossstadt nahe Hamburg und Shubidoo ist das Ahrensburger Schlossgespenst. Das ist ja gerade das Coole daran. Hier seht ihr das gemalte Schloss. Ich blende euch jetzt mal kurz ein Bild vom echten Schloss ein und oder eine Videoaufnahme. Ich weiß nicht, ich habe vielleicht noch eine Videoaufnahme, dann zeige ich euch die Videoaufnahme, aber auf jeden Fall ein Foto. Das Ahrensburger Schloss hat ja auch schon Tradition, ist auch ein sehr schönes Schloss.
Und ja, irgendwie hat diese Serie dadurch auch Traditionen in Ahrensburg. Wir kennen natürlich wohl mehr nur die eingefleischten Ahrensburger, weil es in den 80er Jahren wirklich ja, auch so ein bisschen beworben wurde in Ahrensburg. Ich weiß, dass ich auf einem Flohmarkt oder ja, es war so eine Flohmarkt, Stadtfest-Flohmarkt damals, es ist wirklich 80er Jahre gewesen, da habe ich den Autoren, ich muss jetzt noch mal gucken, wie hieß er noch gleich, den habe ich nämlich in 10 Sekunden schon wieder vergessen. Na komm, wo? Irgendwo stand er drauf, ja, ja. Peter Riesenburg, jetzt habe ich den Namen, Peter Riesenburg, der war da, hat Autogramme gegeben und ich habe mir ein Autogramm auch mit Widmung habe ich bekommen und das habe ich jetzt nur nicht gefunden. Ich weiß, ich besitze es noch, aber irgendwie habe ich es jetzt nicht gefunden. Ich habe es extra suchen wollen für dieses Video. Ja, auf jeden Fall ist es sehr lustig, ich habe diese Kassetten gefunden, ich zeige euch das ja hier, das ist aus dem Hause Zebra und ich habe auch da noch mitbekommen, also ich habe hier die, weiß ich gar nicht, welche Nummer das ist, es könnte Nummer 1 sein, gefunden. Das sind 8 Kassetten, wie ich schon erwähnt habe. Hier habe ich Schubidu und sein Schatz, auch von Zebra. Dann habe ich hier von Zebra die Nummer 4, hat wieder Kesse Sprüche drauf. Das sind wirklich so ganz alte Kassetten, so mit ja, roten Aufdrucken, also richtig interessant. Und hier habe ich übrigens Nummer 5, hier steht auch Groß Peter Riesenburg drauf. Hilft den Kindern aus der Klemme ab 5 Jahren. Also richtig lustig. Ich gucke jetzt gerade mal, ob hier eine Jahreszahl irgendwo steht. Da, 1980, ist so um 1980, also war ich richtig jung gewesen. Das sind sozusagen auch die Erstauflagen. So, Hamtaro ein bisschen zur Seite, bleib bitte. So, die 4 weiteren kommen noch. Und hier habe ich jetzt noch aus dem Hause Zebra die Nummer 6. Lacht sich total kaputt. Hier sieht man auch nochmal im Hintergrund das Ahrensburger Schloss. Richtig cool. Und dann habe ich hier noch die Versionen, oder habe ich welche, von Maritim. Maritim habe ich sogar hier die Nummer 3. Spukt pfiffig in der Schule. Ich weiß, dass auch bei der Nummer 1 auf jeden Fall auch das Ahrensburger Schloss drauf ist in der Maritim-Reihe. Aber die ist neu aufgenommen worden. Das sind noch andere Hörspiele als diese hier. Denn bei diesen maritimen Versionen hat der Schauspieler und Sprecher Walter Giller damals die Erzählerrolle übernommen. Ja, war eigentlich auch so ein bekannter, damals wie bei Huibu mit Hans Klarin, auch ein sehr bekannter Sprecher und Schauspieler. Und das sind noch andere ja, Hörspiele im Endeffekt. Die haben die gleichen Bücher wohl neu eingesprochen. Auch richtig cool. Also, so, und hier haben wir jetzt hier Nummer 7. Ich weiß nicht, wie viele es gibt. Über 10 auf jeden Fall. Ich habe noch Nummer 10 irgendwo im Internet gefunden. Ich habe sie jetzt nur mitgenommen, weil es sich ergeben habe. Ich suche da gar nicht so speziell nach, aber es war irgendwo so. Und ihr kennt das. Man hat dann Lust drauf. Nimmt es einfach mit. So, und hier habe ich jetzt Ist fröhlich auf den Hund gekommen. Nummer 7. Die Maritim sind dann wie meine Lieblings-Tim und Struppi-Hörspielkassetten auch rot. Das macht Maritim eben halt auch aus. Und hier habe ich auch, und hier steht ja auch drauf, dick mit Walter Giller. Schubidu und sein Freund vom anderen Stern. Nummer 8. Auch richtig cool. Also ist wahrscheinlich eher etwas Norddeutsches hier im Hamburger Raum. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr diese, wenn ihr diese Hörspielreihe kennt, wo ihr sie kennengelernt habt. Ob ihr vielleicht, ich sag mal, Düsseldorf, Dortmund, München, je nachdem, wo ihr guckt. Ich würde mich mal interessieren, ob ihr diese Serie kanntet. Also erzählt mir mal bitte das. Das würde mich sehr freuen. Ja, das waren aber nicht alle Hörspiele, die ich gefunden habe. Ich habe doch noch eins mitgenommen. Ich habe es auch noch mal erwähnt. Ich sammle die Anfänge oder die ersten Hörspiele von den 5 Freunden. Hier habe ich die Nummer 3 gefunden. Und das Burgverlies, das fehlte mir auch noch, weil es ist auch die Erstauflage. Schön mit den schwarzen Kassetten. Genau, die suche ich. Die will ich, ich glaube, bis 21 haben. Also da, solange noch die Originalsprecher dieser Serie mitsprechen. Deswegen, ja, habe ich das auch meiner Sammlung hinzugefügt. So, aber ich kam hier auch ab. Also wie gesagt, die alte, ältere Dame hat sich richtig begeistert, weil das hat sie wohl für ihre Tochter damals gekauft. Und ja,
die war wohl auch, kann man so sagen, so mein Alter. Also die war Kind, als ich auch Kind war und hatte das wohl auch diese Zeit miterlebt. Also die freute sich auch, dass ihre Mutter sich freute. Und dann hatte sie noch was da liegen. Das ist im Endeffekt nicht mein Sammelgebiet, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber es ist trotzdem meine 80er Jahre Kindheitserinnerung. Und zwar habe ich bekommen, und ihr werdet sicherlich lachen und sagen, und hat sie mir da, das hatte sie auch da stehen. Und das hat sie, als ich mir angeguckt habe, mir dann einfach gesagt, hier schenke ich dir. Ich merke, dass das nicht ganz vollständig gerade ist, aber das macht es nicht ganz. Und zwar ist das hier einmal ein Teddy zum Selberstricken von Remus. Und das ist wie neu eigentlich. Also es ist wirklich noch nicht benutzt gewesen. Hier seht ihr es. Remus hat ja auch Masters und so weiter in den 80er Jahren, hat viele Sachen rausgebracht. Hat wohl auch mit Disney zusammengearbeitet, also hat auch viele Disney-Sachen gehabt. Und das ist noch komplett unbenutzt. Und ich glaube aber, mir fehlen Farben. Und zwar habe ich hier nur Weiß und Gelb. Ich glaube Braun und Blau, was noch dabei sein sollte. Ja, es fehlt. Also leider fehlen zwei Farben, kann ich nichts ändern. Also ich habe hier Weiß und Gelb. Das Brett, wo man den Bären sozusagen strickt, da draus. Und die schöne Anleitung. Und das ist sogar noch verschweißt, das ist richtig cool. Und diese Remus-Sachen, wie gesagt, ich sammle sie nicht wirklich, aber es ist noch ein schönes Stück. Ja, wie gesagt, Wolle, ich habe das jetzt auf den ersten Blick nicht gesehen, aber es ist mir geschenkt worden und da freue ich mich trotzdem drüber. Es sieht auch, wie gesagt, aus wie neu, abgesehen, dass diese beiden Farben fehlen. Das lässt sich sicherlich in der Art Stoff Wolle wieder besorgen. Also das ist nicht das, dürfte nie das Problem sein, das dann zu bekommen. Aber es ist halt eine schöne Sache. Wie gesagt, von Remus. Leider steht kein Datum drauf, das finde ich ein bisschen schade. Es hat aber noch eine fünfstellige Postleitzahl. Somit weiß ich, dass es vorm Postleitzahl, also eine vierstellige Postleitzahl, somit weiß ich, das ist echt alt. Das ist wirklich 80er Jahre, weil ich glaube, irgendwo um die 90er herum wurde die Postleitzahl auf fünfstellig verändert. Und es ist aber noch nicht ganz Anfang der 80er, weil der Strichcode für Produkte ist ja irgendwann Mitte der 80er eingeführt worden, zur Richtung der 90er. Ja, so hat man diese Dinge einfach damals gehabt. Schreibt mir mal bitte, wie findet ihr das Teil? Keine Angst, es kommt kein Video Sascha häkelt. Wäre vielleicht cool, dieses Stricke da. Aber nein, das mache ich jetzt nicht. Glaub auch, ja, die Nähnadel, die fehlt auch, sehe ich gerade. War sicherlich im Beutel. Vielleicht ist auch noch in dem Beutel drin. Aber nein, ich fand es so süß und das musste ich mitnehmen. Vielleicht gab es auch noch ein bisschen mehr Garn. Ich weiß es gar nicht, weil doch sehr viel Weiß dabei ist. Auf jeden Fall ist es so was Cooles, dass ich es einfach dann gefreut habe, das zu geschenkt zu bekommen. Ja, dann gab es Bücher zu finden. Mein Bruder hatte also dann noch ein bisschen rumgestöbert und dann hat er drei Bücher gefunden von einer Reihe. Ich glaube, eine Fantasy-Reihe. Ich ehrlich gesagt, ich kenne die Reihe nicht. Ich kann euch auch dieser Fantasy-Reihe nicht viel erzählen. Das ist das Grisha-Vers von Lee Bardugo. Das ist eine Trilogie. Er hat alle drei Bände gekauft. Die sind auch in guten, wirklich guten Zustand. Bücher kosteten neu 13 Euro etwa das Stück. Ja, 13 Euro kosteten die je. Und die Verkäuferin wollte aber auch 30 Euro, 10 Euro pro Buch haben. Das ist eigentlich nicht wirklich günstig. Mein Bruder hat sich dann auf 25 runtergehandelt, was fair war. Mein Bruder hatte sich dafür interessiert. Hat er gesagt, okay, der Zustand ist sehr gut. Dann macht er das auch. Es ist kein Preis, den man normale Bücher mitnimmt. Ich habe noch drei Bücher hier liegen. Da haben wir zusammen 2 Euro bezahlt. Das ist so das, was man normal macht. Die Bücherpreise sind eigentlich im Keller. Sowas ist zu bezahlen für den, das ist etwas, was man macht, wenn man es wirklich sucht, wenn der Zustand stimmt und wenn man auch fair sein möchte. Ansonsten macht man das nicht. Und er hat jetzt hier diese drei Bücher besorgt von Lee Bardugo. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Reihenfolge da stimmt, aber einmal hier Goldene Flammen. Dann haben wir hier Eisige Wellen. Und Lodernde Schwingen.
verzeiht, wenn ihr jetzt irgendein Hämmern hört, was ich jetzt nicht beeinflussen kann. Es ist heute Sonntag und bei mir im Haus sind welche eingezogen, die heute angefangen haben, ihre Bilder an die Wand zu hängen. Und ich habe schon ein bisschen warten müssen in der Zeit, wo ich jetzt das Autogramm gesucht habe. Da war ein bisschen gehämmert worden, aber jetzt zwischendurch ist immer noch mal ein bisschen Krach, wird eine Tür zugeschlagen. Lässt sich nicht ändern. Also, diese schöne Fantasy-Reihe haben wir fair erworben. Und dann durch Zufall habe ich es gefunden, weil ich Wolfgang Holbein gelesen habe. Und von Wolfgang Holbein und Bernhard Hennen sind drei Bücher, oder haben wir mitgenommen für 2 Euro zusammen, von Das schwarze Auge. Und zwar Das Jahr des Greifen. Hier haben wir einmal der Sturm. Ich weiß gar nicht, wie viele Bände es gibt. Hier die Entdeckung und die Amazone. Also das sind richtig gute Schwarze Auge Bücher, also Fantasy Bücher. Schwarze Auge ist ja ein deutsches Fantasy Werk oder basieren natürlich auch auf Dungeons & Dragons. Oder, aber eben halt auch was Besonderes. Mein Bruder hatte ein Sammelband davon, aber nicht die einzelnen. Und ja, warum nicht mitnehmen? Der Preis stimmte und die einzelnen Covers und ja. Man ist ja eh verrückt und hat genug, was sich ansammelt. Ja, das waren auch schon die Bücher. Und jetzt zeige ich euch die Filme, die wir gefunden haben. Wir haben Filme gefunden. Ich habe eine Filmbox gefunden. Die habe ich in der Grabbelkiste gesehen. Hat 1 Euro gekostet. Ist nicht vollständig, da gebe ich zu. Ist, glaube ich, auch in Englisch. Kommt aus Kanada vielleicht? Ich habe keine Informationen direkt gefunden, nur dass es in Kanada angeboten wurde bei eBay und es wird auch teuer gehandelt. Das geht so zwischen ohne Versand und Versand ist dann aus dem Ausland ja teurer. So 30 bis 50 Dollar oder Euro. Nee, Euro war schon umgesetzt, habe ich es gefunden. Also ist schon etwas teurer. Ich habe das sonst nicht so gefunden. Bei uns in Deutsch gibt es die, glaube ich, nicht. Ich habe sie auch nur gesehen und ich fand den Umschlag der DVD-Box so cool, dass ich gesagt habe, das muss ich mitnehmen. Wie gesagt, leider fehlt das Booklet von dieser DVD-Box und Disc 4. Falls einer diese abzugeben hat, gerne in die Kommentare und Kontakt mit mir aufnehmen, wäre super. Ich glaube aber nicht wirklich, weil das, ich weiß gar nicht, wie weit das hier vertreten ist, aber ich zeige euch das und zwar erstmal den Umschlag hier. Es geht um die Pink Panther Cartoon Collection oder Classic Cartoon. Das sind also wirklich Kindheitsfilme, ich kenne sie. Es ist echt klasse, das Ding. Und das ist so ein wattierter Plastikschuh, das ist richtig cool. Da ist dann eben halt die Box drin. Also ich fand das richtig cool. Könnt ihr auch schreiben, wie ihr das findet. Wie gesagt, 1 Euro, da habe ich gesagt, komm, das nehme ich dann mit. Das war cool genug. Wenn das jetzt ein 10er, hätte ich es auch liegen lassen. Also das wäre mir dann zu teuer, aber für 1 Euro. Hier haben wir jetzt auch nochmal die Boxen. Hier seht ihr auch die schönen Powerchen Panther, wie er bei uns hieß. Mit wer hat an der Uhr gedreht und so. Das Lustige ist, also, dass diese Cartoons im Original wortlos waren. Wir im Deutschen haben von Gerd Günther Hoffmann, das war der Sprecher, auch unter anderem die Synchronstimme von Sean Connery in den James Bond Filmen, abgesehen vom allerersten James Bond, bis er verstorben ist, so logischerweise. Danach hat Sean Connery noch eine andere Stimme gehabt. Hat da für die Bearbeitung, es gab schon Dialoge, die da waren, aber er fand das zu langweilig, wenn man das Kindern vorspielt. Also hat er so Reime gebracht und Dialoge reingezogen. Das kam so gut an, dass das heute dadurch Kult ist. So, ich zeige euch nochmal die Box. Ich finde sie wunderschön. Vor sich aufklappen. Und ihr seht auch eine Disc fehlt. Ihr guckt euch das an. Einfach schön gemacht. Hier hinten die ganzen Motive von Powerchen Panther. Wie gesagt, leider fehlt Disc 4. Dadurch es aber nicht aus vom Privathändler war, sondern eher von einem, wie soll man sagen, ich glaube Entrümpler war das. Deswegen glaube ich nicht, sonst ob der das jetzt noch gehabt hätte. Ich habe auch im ersten Blick nicht gesehen, was fehlte, abgesehen von der Disc. Aber ich konnte sehen, es lag nirgends weitere Blu-rays oder DVDs und somit wusste ich, das kann ist leider nicht mehr dabei sein. Aber wie gesagt, wie findet ihr das? Ist das nicht ein cooles Teil? Einfach nur cool. Also ich finde es richtig cool. Hier unten noch die großen runden Fußabdrücke. Also einfach nur geil.
Ja, ist vielleicht nicht etwas, was ich viel gucken werde, aber manchmal hat man was in der Sammlung, was man dann einfach auch behalten möchte. Und ähnlich ging es mir noch bei Filmen. Und zwar haben wir noch drei Filme mitgenommen. Zwei Filme habe ich auch noch mitgenommen von der Tochter, die Hörspielkassetten gekauft hat. Die hatte noch Blu-rays da habe ich auch noch zwei Filme mitgenommen. Woanders hatten wir noch eine Blu-ray gefunden, die ist noch sealed. Ob wir die da ganz behalten, weil mein Bruder störte sich, dass dort kein Einzelverkauf draufsteht, irgendwie dran. Weil die meisten Disney, es ist eine Disney Blu-ray, aber sie ist sealed, eben halt hat 4 Euro gekostet. Die Eiskönigin 2, ob wir das so behalten, weil auch hinten, ihr könnt es sehen, kein Einzelverkauf. Ich weiß leider nicht, aus welcher Edition das kam, aber irgendwie stört es mein Bruder in unserer Sammlung, diese Dialoge. Also wird es uns wahrscheinlich verlassen. Ja, aber unabhängig davon gab es noch 2 Blu-rays bei dem netten Kassettenteil mit dem Remus, wo ich echt, falls ihr das sehen würdet, das Video vielen, vielen Dank nochmal sage. Ich glaube es aber leider nicht. Ich bin ja nicht so, dass ich mit der Kamera rumlaufe aus verschiedensten Gründen, aber es ist einfach lustig. Jedenfalls gab es 2 Blu-rays da und zwar einmal eine, die gibt es auch noch, die könnt ihr auch noch irgendwo bei Amazon bestellen. Sieht man aber nicht alle Tage, und zwar Star Trek The Next Generation, The Next Level. Das ist eine Promo Blu-ray, die kurz vor Veröffentlichung der Star Trek Next Generation Staffeln auf Blu-ray rausgekommen ist. Und zwar waren die Star Trek Next Generation vorher auf DVD schon erhältlich und die wurden dann neu remastert. Und um zu zeigen, wie gut die Qualität ist, gab es hier die ersten 4 Episoden in der Vorher-Nachher-Edition. Das heißt, man kann beide gucken, wie sieht es nun aus. Und das ist hier so ein bisschen abgebildet. Eben halt. Und diese DVD wurde verkauft, wurde verkauft, man konnte sich schon mal ein Bild machen. Ich glaube, meine Beleuchtung gibt den Geist auf. Sie ist jetzt kurz geflaggert, wenn ihr es gesehen habt. Ja, so ist manchmal Beleuchtung auch, man kann es nicht sagen. Und ich kann den Zeitpunkt ja nicht erraten, ihr kennt es. Man macht morgens das Licht an in der Küche, wenn man zum Frühstück gehen möchte. Und um zur Arbeit gehen zu können. Und paff, Licht kaputt. Oder im Schlafzimmer. Ist mir auch schon passiert. Ich wollte ins Bett, obwohl dann reicht, dass es dunkel ist. Aber man schreckt schon zusammen, paff. Na egal, okay. Diese kostet ja irgendwie 5 Euro. Wir haben jetzt 2 Euro bezahlt. Also einfach für die Sammlung. Das ist so eine Promo. Ist auch... ja, irgendwie was Besonderes und irgendwie, weiß ich nicht, wenn es der Reiz da ist, was zu kaufen, Nerdkram, man tut es. Genauso ist folgendes, was ich mitgenommen habe auf Blu-ray, noch der Film, und zwar Die Mumie, auch im Steelbook. Und das ist so quer, ein bisschen gequetschtes Cover. Auch die Schrift ist alles quer. Hier ist jetzt auch wirklich nichts drin, außer die Blu-ray selbst. Auch sehr guten Zustand, hat auch mich nur 2 Euro gekostet, aber ich fand es so geil, das Steelbook. Ich habe die Collector's Edition oder die Collection mit allen Filmen in einer Box eigentlich schon, aber manchmal, ich habe das auch bei G.I. Joe, dem einen Film, den zweiten Film mit Dwayne The Rock Johnson gemacht, weil es ein geiles Steelbook einfach war, und hier ist es ähnlich. Ich fand das Steelbook so toll, und dann, wenn der Preis stimmt, also ich hätte es jetzt auch nicht für einen 10 Euro mitgenommen, für 2 Euro, aber in einem Top-Zustand wandert das in meine Sammlung. Ja, und jetzt kommen unsere Games-Funde. Womit fange ich an? Ich fange einfach an mit einem Controller. Mein Bruder hat einen Controller gefunden, einen PlayStation 5 Controller. Und ich zeige euch den, vielleicht denkt sich der eine was. Und zwar ist das ein offiziell gemoddeter Controller für Multiplayer-Spieler, also mehr Online-Shooter, für diese Shooter-Genre. Richtig gute Qualität, alles funktioniert, der ist top in Ordnung. Wird uns aber wieder verlassen. Ne? Da kam auch dann hier in der schönen Box, also einerseits in der schönen Pappbox, wo er eingepackt war, und in der Umverpackung, dann könnt ihr sehen, Jump, Loot, Push, Repeat von Super Level für PlayStation und so fort. Das ist so wirklich diese Werbebox dann. Das ist eine offizielle Modifikation, das Ganze. Das ist jetzt kein falsch gemoddeter und so weiter. Die dürfen das offiziell modden, die Firma.
Super Level, der wird dann, also man kauft einen regulären Controller und schickt ihn dann nach Super Level und dort wird er dann nach den Anforderungen eben halt gemoddet. Das kostet zwischen 70 und 150 Euro das Modden, je nach den Sachen. Man kann hat an zum Beispiel auch diese hier, die kann man auch abnehmen, die Digipacks, Digi-Sticks und die Analog-Sticks und kann kürzere oder längere Sticks drauf machen und entsprechend werden auch die Tasten bekommen eine ganz andere Polsterung teilweise und ist halt einfach ein bisschen feiner. Zusätzlich werden weitere Tasten angebaut, die auch teilweise diese Rücktasten verändern. Eben hier vorne sind noch Tasten, die so nach Berührung gehen. Ihr könnt es da sehen. Und man hat eben halt die beiden Rücktasten. Es gibt aber einen Haken, weswegen, warum wird dieser coole Joystick oder Controller uns wieder verlassen. Er hat übrigens 45 Euro gekostet. Also ist, wie gesagt, funktioniert. Aber wir spielen keine Shooter. Und die haben die Trigger-Cons oder Trigger haben ja noch eine zweite Funktion. Nimmt ein Spiel wie ein Rennspiel, man kann muss Gas geben und mit Hilfe dieser hinteren mit der was ist das die R2-Taste oder die R2-L2-Taste, die kann man jetzt so ein bisschen runterdrücken und dann konnte man langsam beschleunigen und Gas geben. Diese Funktion ist weg, weil es ist nur noch auf Shooter ausgelegt. Das heißt, das ist sofort ballert, klack, 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 sofort Schuss, 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 Schuss. Damit wird ja die Zeit verringert, wie ein Spieler im Multiplayer, im E-Sports eben halt reagiert. Und das ist nicht so im Sinne von meinem Bruder und auch nicht von mir, weil wir ja Spiele ganz anders spielen. Wir spielen ja nicht auf, ich muss gewinnen, die gewinnen. Das wäre einer, wenn ich wirklich nur Multiplayer spielen würde. Wie gesagt, funktioniert super. Die Tasten, ihr könnt es auch sehen, hier haben keine Bestückung, also farblich jetzt hier, keine PlayStation-Logos mehr, Kreis, Quadrat und X. Das ist offiziell, gehört das auch gar nicht drauf, das ist halt weg. Wie gesagt, der ist in Top-Zustand, 45 Euro, aber wir werden den wieder abgeben, dadurch, dass der nicht zu dem passt, wie ich und mein Bruder spielen. Ist halt so. Kann man manchmal nichts anderes sagen. Ja, gut. Jetzt komme ich aber weiter zu den Spielen und zwar einmal für PC. Ein Rollenspiel hat mein Bruder gefunden, kannte er noch nicht oder hatte er noch nicht. Für 2 Euro ist jetzt auch nicht wirklich viel dabei. Ganz simpel und zwar heißt es Dungeon Quest. Dann gab es ein Bundle. Da waren wir, also wollte das erst, ich persönlich bin davon weggegangen, weil mich hat ein Spiel interessiert für die PlayStation 1. Aber es ist nicht ganz vollständig, es fehlt eigentlich nur das Backcover, aber für meine persönliche Sammlung fand ich dann das doof. Aber mein Bruder sagte, wann sieht man das, nimm es doch mit, nimm mit. Und dann hat mein Bruder jetzt, was hat er bezahlt, 18 Euro für die 3 Spiele. Und zwar handelt es sich einmal um die Die Hard Trilogie, Handbuch ist top in Ordnung, davon wollte man erst 5 Euro haben. Für das zweite PlayStation Spiel, das ich jetzt hier habe, PlayStation 1, 5 auch und für das PlayStation 2 Spiel wollte man 10er haben, somit hat er auf 18 runterhandeln können, wollte 15 angeboten, aber war nicht. Ihr seht, hier ist es auch kaputt, das ist noch dieses erste Cover, aber eben halt Backcover fehlt und für meine persönliche Sammlung fand ich das dann doof, hatte mich dann abgehalten, aber mein Bruder sagte, blöd Mann, wann siehst du ein Die Hard Trilogy Spiel, also in dem Sinne, ja, er hat recht. Und was wir auch noch mitgenommen haben, er hat recht, das haben wir auch noch nicht gesehen, aber es ist jetzt nicht meine Serie, aber ja. Obwohl, ich gucke ja immer nach PlayStation 1, warum habe ich mich das dann nicht gereist? Ich meine, da lagen noch 2, 3 andere, aber es war jetzt Monopoly und so. Siedler von Catan war nicht vollständig, aber naja, es geht um Worms Pinball. Ist auch vollständig. Die Hülle ist ein bisschen labberig, aber hier auch im sehr guten Zustand. Ne, das Handbuch dabei. Ja, also wirklich nicht schlecht. Ich habe irgendwo heute auch noch ein anderes schönes PlayStation 1 Spiel eigentlich mitnehmen wollen. Ich habe gerade den Titel vergessen, aber da war das Handbuch schon wieder so durchnässt, dass ich gesagt habe, nee, das habe ich schon gleich wieder ausgeblendet. Das war schon, war so durchnässt und verklebt, also getrocknet, aber war zusammengeklebt. Ein Matschhaufen. Lohnt sich nicht. Also, wie gesagt, Worms Pinball
Die Worms-Reihe ist ja eigentlich so eine Ballerorgie, und das jetzt als Pinball kenne ich nicht und hatte man nicht. Ein anderes Spiel, was mein Bruder eigentlich nur für PC hatte und dann gesagt hat, komm, das muss ich eigentlich doch auch mal auf Konsole mitnehmen, ist No One Lives Forever. Auch eine coole Action-Agenten-Serie, so Shooter-Reihe. Nicht schlecht, und kam auch richtig kompletti, so richtig gut. Ja, da wollte man 10 haben, 18 hat er dann rausgehandelt. Ja, kann man machen, ne? Kann man wirklich machen. Ja, und dann hat er noch Spiele, zwei PlayStation 4 Spiele haben wir weitergefunden. Ich glaube, wir haben die 5 Euro bezahlt. Und zwar haben wir einmal die God of War 3 Remastered. Das ist ja das klassische God of War für die PlayStation 4. Müsste 3 sein. Ja, also richtig cool. Ja, God of War 3 Remastered hatten wir noch nicht. Haben wir nur eine Promo gehabt. Jetzt haben wir das nochmal als offizielle Version, die rausgekommen ist. Und auch hier alles dabei. Die Game of the Year Edition von Dark Souls 3. Wo auch alle DLC drauf ist. Alle DLCs drauf sind. Also, musste auch sein. Ja, und dann habe ich noch was für meine Sammlung gekauft. Hat doch für mich, noch für meine Sammlung auch ein Spiel gekauft. Ich habe 9 Euro dafür bezahlt. Ich habe eigentlich ein bisschen blöd angefangen. Der wollte 10. War auch beim gleichen, wo mein Bruder dann den Controller gekauft hat. Weil er hat in dem Moment noch überlegt. Und ich glaube, er hat dadurch auch ein bisschen günstiger. Ich glaube, der wollte erst 60 haben und hat dann 45. Hat mein Bruder bezahlt. Auch nur, weil ich davor mir das Spiel gekauft habe. Wie gesagt, er wollte für das Spiel 10 haben, ich habe dann 8 gesagt, ich hätte eigentlich 7 sagen sollen, weil ich weiß nicht, sage ich so ungefähr 25% runter, das wäre ja 7,50 Euro oder 7 Euro dann halt. Ja, und ich habe dann dafür 9 Euro bezahlt, auch nur für die eigene Sammlung, weil ich habe die Collector's Edition, habe ich auch davon. Habe ich gehört, die mir oder die mir mein Bruder? Oder wir gehören uns beiden, aber egal. Resident Evil Village. Richtig geiles Game. Ich mag es sehr, sehr gerne. Gibt es einen Wendekörper? Nein, leider nicht. Ich hab's auch schon mehrfach mit meinem Bruder gespielt. Ich finde es richtig geil. Gefällt mir besser als 7. Es gibt ein paar Dinge, die mir da nicht gefallen. Also zum Beispiel, ihr seht hier Chris Redfield vorne drauf, halb Werwolf, halb Chris Redfield. Aber Chris Redfield ist nicht die Hauptrolle. Deswegen ein bisschen seltsam das Cover. Das muss man sagen. Ich dachte erst, er verwandelt sich in einen Werwolf, also ein bisschen. Und ich finde, die klassischen Resident Evil Charaktere, wie jetzt Chris Redfield und so, passt nicht hundertprozentig in diese Art der Storyline. Es ist doch schon ein bisschen eine eigene Welt um Ethan Winter. Aber ich mag das Spiel. Gerade das, der Schlossteil, den liebe ich, wo man gegen die Gräfin Dimitrescu oder Lady Di kämpfen muss. Richtig klasse. In dem Sinne, schaut mal bei meinen Videos. Ich habe ein Interview mit dem Synchronsprecher von Heisenberg, von dem Grafen Heisenberg, den man hier bekämpfen muss. Ja, den habe ich. Mit dem habe ich gesprochen, mit dem Grafen. Also einmal scrollen, hier unten ist irgendwo, ne, meine Videos, da scrollt mal. Interview zu Resident Evil Village mit Karl Heisenberg. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Wie gesagt, das habe ich für meine Sammlung, meine persönliche Sammlung einfach. Leider gibt es so ein bisschen Manko. Die Halterung des Games ist hier ein bisschen beschädigt und hier unten wurde reingefasst und wurde dann leider ein bisschen das Cover durchgedrückt. Aber okay, habe ich hinterher erst gesehen. Ist auch alles immer super dünn und das ist natürlich nicht leicht, das Ganze dann. Ja, das war es auch schon wieder. Der Run of Games. Warum habe ich das so gewählt? Ich habe da gar nicht das zu erzählen. Als wir bei dem Stand waren, wo wir eigentlich nur die Frozen DVD hatten, der hat gerade ausgepackt. Man hat gleich 3 Händler gesehen, die da hingerannt sind und sofort die Spiele durch. Was wollen die Spiele kosten? Der Stapel PlayStation 3 Spiele. Da war jetzt nichts Besonderes. Er sagte, ich will 28 haben dafür. Ich hatte erst überlegt, eins mitzunehmen. Und zwar war das Operation Raccoon City von diesem Resident Evil Spiel. Er wollte dann später 6 Euro aber einzeln haben und wenn er schon für den Stapel 28 wollte und das waren 8 Spiele oder 7 Spiele zusammen, das fand ich dann nicht so doll und für mich wäre es nur wirklich ein Stück in der Sammlung gewesen zum Hinlegen. Deswegen ist nicht wichtig gewesen,
Und, aber man hat gemerkt, der hat es auch nicht gekauft, der Händler. Der wollte keine 28 Euro dafür bezahlen. Der hätte jetzt, ich weiß nicht mal, ob er mehr als einen Euro das Stück gezahlt hätte. Und auf jeden Fall kamen dann zig Sachen. Aber wir hatten auch Glück, wir hatten ein bisschen danach noch gepackt. Aber es war nichts dabei, was wir nicht schon hatten. Und das waren normale Kurse, so dass man nicht sagen kann, man nimmt sie für die Tauschkiste mit. Außerdem muss man nicht immer alles mitnehmen. Ist auch so. Ne? Und ich habe hier schon ziemlich viel mitgenommen, was so einfach auch auf Spaß war. Und es muss ja auch irgendwo passen. Aber die kamen wirklich angerannt und stoßen weg. Und da war dann auch ein Pokémon-Händler, weil er hatte noch ein Pokémon-Labyrinth-Spiel, also von Ravensburger, das Labyrinth. Gibt es auch eine Pokémon-Edition, die hat er dann gehabt. Und Pokémon-Plüsch, so 5, 6 Pokémon-Plüsch-Figuren. Der hat sie sofort weggenommen und so weiter. Dann, also, und dann an seinem Stand, der im gleichen Flohmarkt war, wieder verkauft. Ihr könnt euch das vorstellen, nicht für den gleichen Kurs. Wie dem auch sei, die Pokémon-Händler oder die Reihen, die Karten, Pokémon-Karten und all diese Sachen, die gegradete Karten verkaufen, wird immer häufiger jetzt auf Flohmärkten, jedenfalls bei mir in der Gegend. Ja, und deswegen war es ein Run auf Games. Ich bin da jetzt ein bisschen gechillter, weil anders bringt das nichts. Wir haben hier trotzdem Games gefunden, eigentlich auch schöne Games, auch klassische, wenn man sich die Zeit lässt und doch ein bisschen Ruhe guckt. Weil viele wirklich auf den Nintendo-Kram, da hat man sowieso kaum eine Chance manchmal, die Sachen, gerade was alles Nintendo ist, das wird weggegrabbelt ohne Ende, das ist gleich weg. Game Boy, gar nicht gefunden, Super Nintendo und NES, die Zeiten scheinbar, abgesehen von Händlern, da war auch einer, aber einen, den wir schon mal hatten, bei dem, von dem ich auch beim irgendeinem letzten Video erzählt hatte, wo die Figuren, die Disney Infinity-Figuren schon zerbrochen waren, die ja Top-Zustand sein sollten. Und ja, wo auch schon seine PlayStation-Spiele ziemlich mit Wasser durchnässt waren. Der hatte natürlich Games, aber nee, nicht für die Preise und das war mir dann, muss ich nicht sagen. Gut, das war's auch schon wieder. Ich laber schon wieder viel zu viel, aber danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Das würde mich alles freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal, hoffe ich, wieder. Jetzt kriegst du noch einen schönen Überblick über diese Schätze und dann bis zum nächsten Mal.